Okay, es ist ja bald Weihnachten und wenn ihr was geschenkt haben wollt oder schenken wollt, jetzt ist die Zeit. Ich versuche das so schnell wie möglich zu machen und das wird alle von euch interessieren, aber trotzdem werde ich es schnell machen. Ich hab das geübt. Schnauze voll von Postern und Bildern, die die Wand kaputt machen. Klickt so eine Schutzschicht drauf, darauf einen Magneten und darauf ein Display aus solidem Metall. Wenn ihr das irgendwann abmacht, wie ich hier bei meinem Freund beim Auszug, ist die Wand komplett unversehrt. Sie sehen geil aus und es gibt alles von Sport, Musik, Film, Anime und Games. Und aktuell kriegt ihr alles, wenn ihr über meinen Link geht. Zu 43% Rabatt, aber nur bis zum 30. dieses Monat. Das macht jedes Zimmer schöner, so wie hier Baby Naruto, der gerade Ramen ist. Übrigens, in meiner Insta-Story habe ich meine aktuellen Lieblingsdisplays gezeigt. Ihr kriegt bis 2 Displays 34%, bis 4 Displays 38% und ab 5 Displays 43%. 40%, wenn ihr zusammen zum Beispiel mit Freunden bestellt. Und das geht nur über meinen Link unten, nicht über den Code. Ich habe keinen Code. Im Checkout wird automatisch der Rabatt angewandt. Das wollte ich euch sagen. Ich empfehle es euch von Herzen. Ich wünschte, ich hätte meine Wand nicht voll gemacht mit diesem Schaumstoff und irgendwie Platz gelassen. Das so, aber jetzt, ihr seht. Battlefield 2042. Lang haben wir gewartet. Das letzte Video ging hart rein und das freut mich. Bis jetzt ist von vielen Battlefield-Spielern die Kritik gekommen, es sei noch nicht ganz fertig. Das mal beiseite. Seite geschoben, achte ich nur aufs Gameplay, ob es mir Spaß macht vom Movement und so. Alles andere ist egal, Alter. Heutzutage kommt alles halbfertig auf den Markt, wirklich. Ich muss ehrlich sagen, ich habe schon ein bisschen gezockt mit Yoncha und sie hat auf einmal Hunger bekommen. Und die normale Art, darauf zu reagieren, als erwachsene Frau, ist genau so. Ich weiß nicht mal, warum ich weine, weil ich Hunger habe. Alles wird gut, du machst jetzt einen Kill, komm, konzentrier dich. Ich will was essen. Ja, du hast mir doch eben gesagt, du isst heute nichts mehr. Lass mal schauen, ob die Küche aufgeräumt ist. Wenn nicht, habe ich keinen Bock. Ich schau kurz nach Essen. Ja, ich bin froh, keine Frau zu sein. Sie sagt mir immer so ein Mix aus Hormonen. Das können wir gar nicht nachvollziehen als Männer. Ist egal, muss ich auch nicht. Kann ich drauf verzichten. Übrigens, Leute, ich bin letztens so durch mein Menü gegangen und habe dann Aufklärer in... gesehen. Yoncha fand es auch gut. Endlich fühlt sich angesprochen, oder? Ja, endlich werden meine Rechte auch etabliert. Er hätte dann nur Truppenführer gestanden, du hättest dich niemals angesprochen gefühlt. Ja. Also erstmal, das ist doch ein Mann. Rao ist doch ein Mann. Warum steht da nicht Aufklärer? Und warum steht bei Sundance nicht einfach Sturmsoldatin, wenn man unbedingt möchte? Aber wisst ihr, was das Geilste ist? Wenn ich dann zu Ausrüstungen gehe, dann steht da auf einmal Sturmsoldat. Warum steht hier nicht Sturmsoldat-Innentyp und Sanitäter-Innentyp? Und hier steht Scharfschützentyp, aber Vanguard hat uns doch schon gelehrt, es heißt... Scharfschütz-Innengewehr. Hier haben sie es auf einmal vergessen. Fast so, als wäre es komplett überflüssig, weil eh alle angesprochen sind. Okay, Leute, also es gibt drei Modi. Es gibt All-Out Warfare, was so eigentlich der klassische große Modus ist, was wir auch in der Beta gespielt haben. Dann gibt es Hazard Zone, was wirklich eigentlich ein Battle Royale ist, aber irgendwie auch nicht. Und dann gibt es Portal, was alle guten Sachen aus Battlefield vereinen soll. Und Hazard Zone habe ich schon gezockt und werde ich im Video nicht machen. Die Zeit, die ich gebraucht habe, um reinzukommen, Leute. Schaut's euch an. Mann, kann's mal losgehen? Alter, das ist die längste Ladezeit, die ich jemals hatte in meinem ganzen Leben. Der Ladescreen war länger als bei GTA und das ist nicht übertrieben. Auf der PlayStation 5, ich verstehe es nicht. Aber dann habe ich 70 Sekunden, über eine Minute Zeit, meinen Charakter zu setupen. So, vielleicht ein bisschen zu lang. Ja, jetzt müssen wir nochmal 70 Sekunden warten. Was mache ich denn jetzt 50 Sekunden? Was soll die Scheiße? Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir meditieren einfach ein bisschen in der Zeit. Öffne deine Arme und stell dir vor, wie tausende von kleinen Regenbogen durch deine Haut gleiten. Du stehst am Strand und hörst das Meer. Die reine Luft. Ja, und es ging wirklich so weiter. Was ist das? Können die machen die Balken rot, aber es sind noch 25 Sekunden. Und Glück bestimmt mein Leben. Das macht so aggressiv. Und dann guckt der Typ auch noch. Ruhe und Glück bestimmt mein Leben! Kannst bitte, jetzt kommt wieder ein Intro. Wie lange braucht das? Und dann sind wir endlich ins Game gekommen. Ich habe nur gemerkt, wie hängen geblieben mein Teammate ist. Meine Teammate-In, sorry. Sammel Daten auf Werk und führe die Extraktion durch. Alles klar, Mayday. Nicht Mayday. Alles klar, direkt SOS noch im Hubschrauber. Okay, ich gebe zu, ich bin auch nicht besser. Wie sieht mein Ass heute aus? Hab halt trainiert. Oh, oh mein, mach mal Squats. Sehr gut, komm. Sauber. Oh, meine schön Beine tief. Sind schon zerstört. Schön tief, komm, weiter. Halten, Squat, hold. Aber es hat Spaß gemacht. Ich hatte 6 Kills und Assists so irgendwie zusammengezählt in der ersten Runde, obwohl ich nicht wusste, was ich mache. Es war ganz cool, es hat sich gut angefühlt. Maschine! Nice, das ist noch ein geil. Oh mein Gott. Aua.
Hab den unten. Der eine ist Shearbreak, der eine, der da rechts läuft, ist... Hab ihn. Aber das soll's nicht gewesen sein, denn ich weiß, es ist dumm, das zu vergleichen und ich werde trotzdem vergleichen, weil ich ein Bastard... Okay, wir spielen auf Afrika Harbor in Chile, Südamerika. Okay, wie gesagt, ich... Wo sind die anderen? Ich wollte eigentlich sagen, ich will das halt spielen, um wirklich die beiden Games ein bisschen zu vergleichen, weil das ist so quasi der schnelle Modus von Battlefield. Aber tatsächlich geht es mir mehr darum, einfach einen Shooter zu finden, der mir auch Spaß macht, den man auch ab und zu spielen kann. Und das kann man auf jeden Fall. Aber hier ist niemand. Wo bin ich? I walk a lonely road. Das hat keinen Sinn. What the fuck? Habe ich was falsch gemacht? Ja, moin, jetzt Fiesta von eben weg und einfach was anderes da. Perfekt. Mist! Die haben einen von uns erwischt! Einfach erschreckt. Ich fick doch mein Leben. So, jetzt geht's los. Battlefield, Bruder. Machen wir erstmal ein anderes Visier auf und ein Zweibein für die Prezi. Okay, ich muss mich erstmal dran... Ja, und den treffe ich, den im absoluten Headlish of Distance treffe ich. Es kann nicht wahr sein, wirklich. Ich fand es eh am Anfang ein bisschen... Ach Gott, Jem, okay, das war wirklich nicht gut. Ich fand es am Anfang ein bisschen sinnlos, dass sie so hart verglichen wurden. Dass man immer sagt, das eine wird das andere ficken und verdrängen. Das sind so zwei unterschiedliche Spiele, die competen gar nicht miteinander. Die sind in zwei verschiedenen Universen. Es macht keinen Sinn, Battlefield mit COD zu vergleichen. Was war das denn? Ey, da ist wirklich einer hinter mir. Ich dachte, es wäre ein Teammate. Wie dumm ist das denn? Und das war mein erstes Erlebnis. Oh, ich hab den doch gehört. Ich wusste es. Ja, das ist eher eine Waffe für meinen Geschmack, Alter. Ist geil, ne? So ein Quick-Menü. Das muss COD auch ein... Ich hab's wieder gemacht. Was macht der da? Okay, ich höre hier was. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt irgendwie ein bisschen später, ne? Also diese Eingabe kommt ein bisschen später. Viele haben gesagt, das stimmt auch, das ist so. Aber trotzdem, man muss sich daran gewöhnen, so. Das fällt einem irgendwann nicht mehr auf. Da hinten spawnen alle. Niemals im Leben hole ich hier einen Kill, oder? Nein, ist ein Sniper. Oh nein, die Lichter gibt's hier auch. Kann man hier eigentlich auch schon Sachen kaputt machen? Oh, vom Niesen muss ich jetzt. Jetzt klinge ich krank, obwohl ich nicht mal krank bin. Einen haben wir, da ist noch einer. Let's go. Und jetzt noch einer, der schießt auf mich. Komm weg, Jam. Man ist so lange weak hier. Man muss sofort dodgen, wenn da jemand irgendwie ist. Da war aber noch niemand. Was sollen wir mit ihm machen, Mike? Mein Name ist nicht Mike. Genau das wollte ich ja auch tun. Was? Seine Mutter, als hätte es sie nie gegeben, Mike. Oh mein Gott, das Kommando, wie sie reinkommen. Man kann ja einfach das Visier anpassen, ne? Also ich kann jetzt zum Beispiel hier so drücken, dann bin ich so close quarter gunfight. Ich sehe jemanden weiter weg, dann gehe ich so rauf und kann einfach, das ist echt cool gemacht. Nie so eine umständliche Tür gesehen. Kann man die aufmachen? So satisfying. Also ich muss sagen, wirklich im Vergleich zu COD hört man hier sehr viele Schritte, okay? Also in Vanguard ganz wenig, aber hier hört man irgendwie so viel, dass man immer denkt, dass ein Gegner kommt. Komm schon, Healthbar, komm schon. Du schaffst das. Ja! Let's go, Bruder! Ey, du bist schon wieder grün! So wie ganz Deutschland bald, weil es legalisiert wird. Oh, dieses Slide-Geräusch. Ich liebe es. Es muss so schlimm sein für die Hardcore-Battlefield-Spieler, mich jetzt hier so zu sehen. Es tut mir leid, nimm's mir nicht übel, bitte. Wenn irgendwas COD-Konkurrenz machen soll, um doch zu competen, weil die Grundgames sind nicht gleich, dann dieser Modus. Also mit so einem Modus versuchen die auf jeden Fall auch Leute aus der Region anzusprechen. Und sie schaffen es auch, weil ich find's gut. Das Problem aktuell ist, ich mach noch... Oh, gerade so. Ich mach noch nicht Kills. Nicht genug Kills. Ich hab 2 Kills oder so. Aber das ging sogar vom Aim gerade. Komm, zeig dich. Na komm. Let's go. Und tot. Nein, 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 nein. Da ganz hinten, ganz hinten. Oh mein Gott. Und hinter mir. Tot. Let's go. Man kann auch beim Hochziehen das ändern. Lol. Und da ist schon direkt einer. Lol, Digga. Warte mal, ich will eine Sache schauen. So, zeig mal her. Ja, okay. Also, ja, okay. Das ist dann natürlich... Oh, ja. Ja, gut. Ja, es ist ein ganz anderes Game. Ich fick. Zeig her. Es ist so schön. Auch PC ist auch so viel schneller. Man merkt, dass es für PC gemacht ist. Es hat wirklich so Delay auf der... Ja, moin. Ich fick mein Leben. Es kann nicht wahr sein. Ich sag's euch, Leute, Geschwindigkeit ist alles in einem Shooter. Nein, nein, lasst mich zurück. So gut animiert. Also Battlefieldler haben auch solche Spieler, ja. Okay. Ja, ja, er regt sich auch noch auf, Alter. Du regst dich noch auf, oder was? Mann, mit Controller ist echt so unangenehm zu aimen. So komplett unangenehm. Okay, lasst uns mal die Rezension anschauen, okay? Okay, auf Metacritic 72? Was? Battlefield 2042 schaffte sie die Top 10 der unbeliebtesten Spiele auf Steam. Was? Hauptgrund technischer Zustand und geänderte Kernfeatures. Hm. Das habe ich auch gehört, auf Twitter zumindest. Wurde sehr viel geflamed, aber ich meine, ich finde es gut. Keine Ahnung. Ich finde es gar nicht so schlecht, aber ich meine, ich habe auch keine Battlefield
Erfahrung und ich bin selbst noch shit. Das Einzige, was ich hart kritisiere, ist der Delay am Controller. Das ist ein riesen Delay, das ist richtig krank. Man kann nicht wirklich aimen, außer man gewöhnt sich dran und spielt es wirklich lange. Wow, einen Kill bekommen, da ist noch einer, oder? Wow, zwei Kills bekommen. Nice, Jam, du hast mal einen Doppelkill gemacht. Komm, ich versuch mal wirklich was zu machen. Headshots sind so satisfying. Ich glaube, wieder hinter mir, oder? Ja. Wie denke ich, dass ich das challengen kann? Es ist so schlechtes Aim. Man kann nicht mit dem Controller aimen. Man kann es nicht. Ich schwöre es euch. Okay, eine Sache muss ich zurücknehmen. Es fühlt sich zwar so eigentlich gut an, wenn man quasi umsetzen könnte, was man an Bewegung reingibt. Aber die Bewegung kommt so spät an. Als hätte ich Input-Delay. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß, einige haben im letzten Video geschrieben, da musst du dich dran gewöhnen. Guck mal, wie spät das Messer ankommt, okay? Ich drück jetzt. Und jetzt. Es tut mir leid, Leute, ich kann es nicht genießen. Es ist bestimmt ein Game, was Spaß macht. Und ich flame Battlefield an sich nicht. Und das ist vorbei. Aber ich schwöre bei Gott, mit diesem Eingabesystem, mit diesem Delay, kann ich es nicht zocken. Es tut mir leid, ich kann es nicht zocken. Und ich weiß, einige werden so, Battlefield ist doch gut. Leute, können wir uns alle vertragen? Es ist ein gutes Spiel, okay? Können wir uns einfach vertragen und zocken, was uns Spaß macht? Bitte. Und alle, die daran Spaß haben, gönnt es euch. Und wenn wir jetzt on-stream wären, checkt gerne meinen Twitch-Kanal ab, unten in der Beschreibung. Dann würde ich jetzt diesen Knopf drücken und wir wären direkt hier drin, okay? Ich musste so lachen, Leute. Schaut euch das mal an, okay? So ein Battlefield-Fan träumt von Battlefield 1 und ich glaube 4 oder 3 kommt jetzt noch. 5, ja, perfekt. Genau, was ich nicht gesagt habe. Battlefield 2042 wird von DICE vorbereitet mit Soße. Ich erkläre euch das Meme, das ist so dumm. Aber es wird quasi perfekt vorbereitet. So, und er isst es jetzt. Und ist so überrascht, weil es so positiv ist. DICE kocht ihm einfach so Battlefield 4 und er erinnert sich dran. Es ist so gut gemacht, Digga. Einfach so geschockt, Alter. Okay, und dann isst er das. Und so Activision denkt sich, ich muss das kopieren, so, wisst ihr? Und jetzt kommt das Beste am Video, Leute, die Kommentare. This aged like fine milk in a sunny day. This didn't age well, aged like milk. F in the chat, this didn't age well. Well, that aged horribly. Well, this aged poorly. Aged like milk, this didn't age well, in my opinion. Und es geht immer weiter, es ist, oh Mann, Alter. This aged like fucking milk in a desert, I swear. This did not age well, this did not age well. Battlefield 2042, shit. Und dann kommt ein Deutscher, krank. Ey, das sagt die Battlefield-Community, nicht ich. Ich hatte sogar Spaß, außer das Eingabesystem, was mich komplett gefickt hat. Ich glaube, ich habe erstmal genug von Battlefield. Und man muss ehrlich sagen, Battlefield hat genau wie Vanguard einen Turn-On gegeben. Aber in die andere Richtung. Ich bin wirklich gespannt, wie die Diskussionen unter diesem Video sein werden. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.